Wenn ein Auto im Hänger kommt, ist der Wert meist besonders hoch. Das Original ist schon selten und teuer. Aber dieses Modell ist ein Umbau und ein Unikat. Das ist ein BMW 328 aus dem Jahre 1937, der ja nicht mehr im Originalzustand ist, wie man sieht. Der wurde 1938 wurde er umgebaut von dem damaligen Besitzer. Und das Schätzchen haben wir jetzt hier. Der damalige Besitzer lässt den Wagen für die Rennstrecke umbauen. Das ist zwar über 70 Jahre her, doch Alter macht diesem Wagen nichts aus. Jetzt einmal das gehen. Der offene Zweisitzer aus dem Hause BMW ist 3,90 Meter lang. Statt der serienmäßigen 80 PS bringt der Umbau 90 PS auf den Prüfstand. Und mit 680 Kilo wiegt dieses Unikat satte 140 Kilo weniger als der Serien 328. Dieses Auto und zwei andere BMW 328 hatte der Walter Schlüter bei Grubenholzhändler aus Essen 1937 bestellt. Ja. So, und privat hatte er ein Hobby, das war Rennfahren. Und nachdem BMW ihre Werksteams auch hatten und er der einzig große Privatier war, hat er damals, weil ja die Ersatzteilversorgung von den Rennfahrzeugen war doch etwas beschränkt, hatte er nichts abbekommen. Und das hat ihn dann so geärgert, dass er sich sein eigenes Rennteam aufgebaut hat. Der BMW 328 bietet eine gute Grundlage für Umbauten. Das nutzt der Geschäftsmann aus dem Ruhrgebiet. Seine Leidenschaft offen präsentieren ist nicht seine Art. Für die Startteilnahme bei Rennen dreht er seinen Namen um und startet als Walter Rehtösch. Und der Walter Schlüter, da hatte einen Mechaniker, das war der Toni Werschitz. Und dem hat er gesagt, pass auf, um konkurrenzfähig zu bleiben und auch gegen die Werkteams antreten zu können von BMW, brauche ein bisschen ein schnelleres Auto, modifizieren wir das mal. Und der Toni Werschitz, der hat ja schon ein bisschen was auf den Kasten gehabt und der hat ihm dann die ganze Technik, der Motor und das Getriebe, 12 cm im Rahmen weiter tiefer gelegt, damit er einen niedrigen Schwerpunkt hatte, damit er schneller durch die Kurven fahren konnte. Hat ihm eine komplett neue Aluminium-Außenhaut verpasst, die ja, man sieht es ja auch, etwas stromlinienförmiger ist, um den Windwiderstand zu regulieren. Und hat den Unterboden auch noch verkleidet, der ganze Unterboden ist verkleidet. Aber auch das Serienmodell vom BMW 328 braucht sich nicht zu verstecken. Er gilt bis heute als Traumsportwagen. Schon in den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant, läuft er zum ersten Mal 1937 vom Band. Insgesamt bauen die bayerischen Motorenwerke nur 464 Autos dieses Typs. Der offene Zweisitzer ist seiner Zeit voraus. Die sogenannte Vierrad-Flüssigkeitsfußbremse, eine von BMW entwickelte hydraulische Bremse, ersetzt erstmals die bis dahin übliche Seilzugbremse. Die neue Art der Verzögerung. Ein Vorteil nicht nur für die Rennstrecke. Bei der Konstruktion des Wagens für den Hobbyrennfahrer Walter Schlüter sind noch weitere Dinge wichtig. Weniger Abtrieb soll er haben, leichter werden. Also tauschen die Monteure die ganze Karosserie aus und setzen auf Leichtmetall. Der Rahmen ist aus Aluminium. Die Stromlinienform ist gut für die Aerodynamik. Jetzt erreicht der Wagen einen Topspeed von 160 km pro Stunde. Alltagstauglich sieht anders aus. Toni Werschitz hat bei der Konstruktion des Wagens die Rennstrecken Europas im Kopf. Das große Lenkrad dominiert den Innenraum.
Original gibt es bei den Armaturen keinen Tacho. Gadgets für die Rennstrecke, Handgas, Choke und ein Startknopf. Der Wagen strahlt Geschwindigkeit aus. Rennen gewinnt man mit so einem Auto. Das Konzept und die Umsetzung passen. Walter Schlüter hatte ein anderes Problem. Der Walter Schlüter hatte nur ein Problem, das waren die Reifen. Und Reifen hat er nur vom Hersteller beziehen können. So. Und dadurch, dass er mit seinem Auto so schnell war, er die Reifen haben wollte, stand er in der Bredouille und hat dann meistens vor dem Ziel dann abgebremst und musste die Werksfahrer vorbeilassen. Sonst hätte BMW gesagt, du kriegst keine Reifen mehr. Und dann ist auch vorbei mit der Fahrerei. Nach dem Krieg hat dann der Walter Schlüter diesen BMW dann nachher an einen britischen Mechaniker verkauft. Wo der dann bis 1999 in England war. Und der ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann hat Mitte der 60er Jahre haben sie den dann in einem desolaten Zustand in der Scheune gefunden von dem Mechaniker. Und dann hat erst die Welt gemunkelt, dass das eine der verschollenen Millimilliard-Roadster ist. Was sich dann aber ziemlich schnell wieder aufgeklärt hat. Die legendären Millimilliard-Wagen. 1939. Hitler rüstet Deutschland für den Angriff auf Polen. BMW baut den 328 um zu einem Rekordjäger, der seinesgleichen sucht. Das Touring und das Kammcoupé, zwei geschlossene 328. Dank Leichtbau und durchzugsstarken Motoren beherrschen sie in dieser Zeit die 2,0-Liter-Klasse. In Le Mans und auf der Mille Miglia fahren die Bayern 1939 und 1940 Siege ein. Der 328 avanciert zum Lieblingswagen sportbegeisterter Herrenfahrer. Aber für den Hobbypiloten Walter Schlüter zählen andere Dinge. Das ist komplett Aluminium. Der Wagen wiegt gegenüber einem normalen, serienmäßig 328 140 Kilo weniger. Also jetzt reden wir von einem Gesamtgewicht von 680 Kilo. Der direkte Vergleich von Umbau und Original macht deutlich, der Schlüter verfügt über ein höheres Leistungsgewicht. Bedingt durch den stärkeren Motor und die Gewichtsersparnis. Walter Schlüter startet mit seinem umgebauten 328er 1939 unter anderem beim Großglockner Grand Prix, beim Eifelrennen auf dem Nürburgring und beim Hamburger Stadtparkrennen. Nach dem Krieg geht er nur noch selten an den Start, bis er das Unikat in den 50er Jahren schließlich an einen Engländer verkauft. Der BMW 328 Schlüter, das Rennwagen-Unikat aus den 30ern, ist eines der ersten Tuning-Objekte der deutschen Rennwagenhistorie. Der Spirit der Mille Miglia lebt heute in einer Oldtimer-Rallye weiter. Damals nutzen alle namhaften Automobilhersteller das 1000-Meilen-Rennen, um neue Technik zu erproben. BMW nimmt 1940 mit 5 Rennwagen teil. 2 davon sind Coupés. Sie gelten den Roadstern durch ihre bessere Windschlüpfrigkeit als überlegen. Deshalb ist auch eine Version mit einer Karosserie des Aerodynamikpioniers Wunibald Kamm mit von der Partie. Das Auto ist, wie gesagt, 40 an den Start gegangen bei der Mille Miglia. Wir wissen, dass es 47 am Hockenheim gewonnen hat. Kling ist das Auto damals gefahren. Dann hat es einen Traum eines jeden BMW-Mitarbeiters als Dienstwagen von Herrn Loof, der damals Veritas hatte, gedient. Und Loof hatte einen schweren Unfall in den 50er Jahren, 1953. Und dann verliert sich die Spur. Also wir gehen davon aus, dass das Auto einfach nicht repariert worden ist, sondern einfach zerstört, also verschrottet wurde. BMW entschließt sich, das Kammcoupé wieder auferstehen zu lassen. Von Grund auf muss die Aluminiumkarosse nachgebaut werden. Es gibt nur ein Dutzend Originalfotos. Fahrgestell, Motor und Achsen übernehmen die Restaurateure von einem BMW 328 Roadster.
Die Firma Große aus Brandenburg, spezialisiert auf BMW-Vorkriegswagen, übernimmt diese sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es ist sehr schwierig. Wir müssen sehr, sehr viele Referenzmaße nehmen an den Fotos. Wir haben einige wenige Maße, die bekannt sind, so zum Beispiel die Maße der Felgen, die Durchmesser der Scheinwerfer oder vielleicht nur das Emblem, das BMW-Emblem. Die Maße rechnen wir dann hoch auf die entsprechenden Bauteile, die wir dann brauchen und bauen wollen, und so geht das, ja. Mit viel Fingerspitzengefühl entsteht aus Aluminiumblech langsam aber sicher eine Karosserie. Und zwar mit Hilfe dieser Maschine, die das Blech mit Rundungen und Kanten formt, bis es passt. Immer wieder passen die Arbeiter die Bauteile an. Die Karosserie des Cam-Coupés sitzt auf einem Aluminium-Gitterrohrrahmen. Die Vorlage auch hier nur ein altes Foto. Auch die Türen haben einen eigenen Rohrrahmen, um den dann die Türaußenhaut mit viel Sachkenntnis durch Umschlagen des Randes befestigt wird. Neben der Handwerkskunst braucht dieses Projekt ebenfalls modernste Messmethoden. Trotz größter Anstrengungen schleicht sich aber ein folgenschwerer Fehler ein. Eines der größeren Probleme war das, dass es ein Urmodell gab, das aus Schaum gefräst wurde. Man hat dieses nach bestem Wissen und Gewissen am Computer erstellt. Und trotzdem hatte dieses Modell im Endeffekt nicht in allen Bereichen die Form, die wir brauchten, um ein wie wir sagen, strakende Karosserie herzustellen. Wir mussten dann im Nachgang, nachdem sehr, sehr viel schon gefertigt war, wie Bodenbleche, Interieur, Armaturenbrett und so weiter, mussten wir diesen A-Säulenbereich noch um ca. 1 bis 2 cm heraussetzen, was natürlich die gesamte Linienführung vieler, vieler Bauteile beeinflusste. Der Rennwagen besitzt ursprünglich Zierteile aus Aluminium. Das Leichtmetall wird aufgeschweißt und gefräst, bis es die gewünschte Form erhält. Für so ein Bauteil allein gehen 2 bis 3 Tage Arbeit drauf. Karosse ist fertig. Der nächste Schritt, der Lackauftrag. Es ist ja so, dass das Fahrzeug silbern war und damals hat man das mit Fischsilber gemacht. Das waren also gemahlene Fischschuppen unter anderem. Und da diese organisch sind, waren die nicht sehr langlebig. Also diese Lacke hielten, waren nicht lichtecht und hielten eben auch nicht so lange, sodass wir heute schon zu moderneren Lacken greifen, einfach um das Fahrzeug länger silbern aussehen zu lassen. Heute soll der Wagen auch silbern werden, in Seidenmatt. Das entspricht der damaligen Optik. Nach dem Farbauftrag, der reibungslos funktioniert, kommt nun die Endmontage unter enormem Zeitdruck. Nur noch 2 Wochen und der 328 Cam soll beim Concorso d'Eleganza an der Villa d'Est der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Endlich, nach gut 3 Jahren Zeit für das Projekt, rollt das neue 328 Cam Coupé aus der Halle und macht seine ersten Gehversuche. Die Entstehungskosten kennt nur der Auftraggeber BMW. Am Steuer der Erbauer René Große. Erleichtert steht er am Ende einer seiner größten Herausforderungen. Ja, der erste Eindruck war hervorragend. Wir hatten Gänsehaut bei der ersten Fahrt. Und das Auto zeigt keine Anzeichen von Schwächen. Es läuft sehr gut. Villa d'Est am Comer See. Die Wiedergeburt des aerodynamischen Cam-Coupés feiert BMW an einem der schönsten Orte Europas. Das legendäre Cam-Coupé. Es fährt wieder.
bayerischen Alpen. Perfekte Kulisse für ein herrschaftliches Cabriolet. Eines der exklusivsten Fahrzeuge aus deutscher Produktion, genauer gesagt aus Bayern. Gestatten das BMW 503 Cabriolet. Ein Auto, das mit Superlativen glänzt. Wie dem ersten elektrischen Verdeck bei einem deutschen Serienfahrzeug. Einer Vollaluminiumkarosserie, dem ersten serienmäßigen Leichtmetall V8. Und dem entsprechend betörenden Klang. Bis 1956 erscheint der bis dato teuerste BMW. Der 503 in Coupé- und Cabrio-Version. Beide Varianten stehen mit 29.500 Mark in der Preisliste. Damals der Preis einer schönen Eigentumswohnung in guter Lage. Michael Pritschow, seit 16 Jahren Besitzer dieses Exemplars, ist heute noch hingerissen. Wir müssen ja mal zurückgehen ins Jahr 1956, was hier nach dem Krieg entstanden ist. Und dann plötzlich, wow, so ein Auto, V8-Motor. Der hier hat 150 PS, die Kiste läuft 190 Sachen. Das ist ja ein, bitte, Flügeltürer Mercedes 300 SL, vielleicht noch vergleichbar. Auch ein gigantisches Auto. Und sonst ist hier in Deutschland, ich will also niemandem wehtun, da gibt es nicht viel, das kann man an einer Hand abzählen. Also wirklich eine Schau, ein Überauto, wenn man das so bezeichnen will. Ein Fahrzeug der absoluten Luxusklasse für Fabrikanten und Filmstars. Gut betuchte Kunden wie etwa Graf Faber-Castell, Rudolf August Oetker und Filmschauspielerin Sonja Ziemann fahren in den 50ern BMW 503. Bei automobilen Schönheitskonkurrenzen in Cannes, Rom, Lissabon und Wien räumt der elegante Zweitürer regelmäßig Goldmedaillen ab. Gefertigt wird die Aluminiumhaut beim Karosseriespezialisten Bauer in Stuttgart. Der Entwurf folgt keiner gängigen Mode aus Amerika oder Italien, sondern ist absolut eigenständig. Der 503 markiert einen Wendepunkt im BMW-Design. Er leitet den Übergang ein vom Vorkriegsdesign zu einer sachlichen Formensprache. Die schlichte Pontonform verkneift sich jede Effekthascherei und betont die idealen Proportionen eines Gran Turismo. Lange Motorhaube und kurzes Heck. Auch den sportlichen Bruder, den BMW 507, bezeichnen viele Klassikliebhaber als den schönsten BMW aller Zeiten. Den Roadster entwickelt BMW für den amerikanischen Markt, wo sportliche europäische Fahrzeuge ein hohes Ansehen genießen. Das Design beider Modelle, 503 und 507, stammt aus der Feder von einer gestandenen Persönlichkeit aus der automobilen Formgebung. Albrecht Graf Goertz arbeitete zuvor für den US-Hersteller Studebaker und kennt den amerikanischen Markt genau. Der 507 soll sein unangefochtenes Meisterstück werden. Viele Prominente nutzen den schicken Roadster. Während seiner Militärzeit in Deutschland bezirzt Elvis Presley im 507 die weiblichen Fans. Ein anderer Bewunderer der 507-Linienführung, der Charakterschauspieler Kurt Jürgens. Noch heute zählt der Zweisitzer zu den Designmeisterstücken und als echter BMW. Auch Adrian van Hooydonk, seines Zeichens BMW-Chefdesigner, zollt dem Entwurf höchsten Respekt.
Das hat wirklich so dieses Raubtierartige, weil es hier so schön schon nach vorne läuft. Und dieser Haubenschnitt, das ist etwas, wo wir auch heute an unseren Autos sehr, sehr gut aufpassen, ob das jetzt ein typischer BMW-Schnitt ist. Und das hat der schon. Und Graf Kürz war eigentlich freiberuflich, also er war nicht mal bei BMW angestellt. Und das hat er eigentlich sehr gut gemacht. Auch der Innenraum des 503 besticht durch schlichte Schönheit und die Ästhetik der 50er Jahre. Drei schlichte Rundinstrumente, eingelassen in einem Armaturenbrett aus Blech und ein paar elfenbeinfarbene Knöpfe. 1956, State of the Art für den Herrenfahrer. Doch die Geburt des 503 fällt in eine für BMW schwierige Zeit. Exklusive und teure Autos lassen sich im Nachkriegsdeutschland nur schwer absetzen. Von der offenen Version fertigen die Münchner in 5 Jahren nur 139 Exemplare. Die bayerischen Motorenwerke stehen Ende der 50er kurz vor der Pleite. Die Rettung bringen Kleinwagen wie die Isetta und der BMW 700. Den Komfort und die Potenz eines 503 bieten die natürlich nicht. Der Motor, ein Meisterstück deutscher Ingenieurskunst. Der weltweit erste V8-Motor aus Aluguss. Von 2 Vergasern mit Kraftstoff versorgt, leistet das Triebwerk bis zu 160 PS. Selbst Mercedes kann zu dieser Zeit nur einen 6-Zylinder anbieten. Michael Pritschoff aus Garmisch-Partenkirchen im bayerischen Alpenland ist gerne mit seinem Cabrio in seiner Heimat unterwegs. Auch wenn der offene Zweitürer inzwischen zu den hochpreisigen Klassikern zählt. Neidgefühle weckt das sympathische Gespann bei anderen Verkehrsteilnehmern nicht. Auf der Straße, auf der Autobahn. Zuerst überholen sie dich, dann stürzen sie, dann kommen die Finger alle, dann fährt man langsam, kramt die Kameras und die Handys aus den Taschen raus und dann muss ich den wieder überholen und dann werde ich wieder überholt. Das ist also ein tolles Wechselspiel, ist das, was hier immer wieder stattfindet. Das ist also richtig klasse. Es dauert seine Zeit, bis sich der 503 in der Oldtimer-Welt als begehrter Klassiker etabliert. Heute kostet ein 503 Cabrio in gutem Zustand rund 250.000 Euro.